Hallo Leute, und hier bin ich wieder. Wir können uns hier schon ein besseres Schiff leisten. Dazu kommen wir jetzt schon dazu oder später? Das weiß ich noch nicht. Naja. Da, ich glaube, ich weiß es. Wir bauen jetzt erstmal noch ein paar davon. Die zwei hier schicken wir jetzt komplett hier rüber. Die darf er von uns kaputt machen. Und wenn es dann soweit ist, dann machen wir uns an irgendeinen Kometen. Ich schätze, wir sehen den Kometen hier vor. Ja, doch, den werden wir uns genauer ansehen. Ja, er macht es uns schön kaputt. Und dann schreibe ich immer schnell: Bitte nur die. Obwohl, nein, wir schreiben eben noch nichts. Das Ruckeln hier stört mich noch etwas. Etwas arg gerade. Ja, das wird uns noch etwas beschäftigen. Das liegt wohl hier gerade an dem Vorgang. Naja, solange mache ich schnell eine Pause. Ich hoffe, es wird euch nicht stören, bis der Prozess dort vollendet ist. Ich werde euch... Nein, warte, wir sind noch nicht am Ende. Also, dann bis... Okay, Leute. Ich bin wieder da. Und, wir können davon... Ja. Zack. 4, 5 haben. Also fliegen wir zu ihm und greifen ihn an. Ich weiß, er ist ein Neuling. Normalerweise würde ich ihn jetzt nicht angreifen wollen. Meine ich, war selber auch mal ein Neuling. Und ja, es gehört einfach zum Spiel dazu, andere Leute anzugreifen. Sage ich jetzt mal. Also, das ist ein Muss in dem Spiel. Wir rüsten uns auf. Und reparieren es noch ein paar Mal. So, und den da auch gleich aufrüsten. Reparieren und reparieren. Und nochmal reparieren. Wir haben das nämlich noch etwas. Irgendwie tut er mir leid. Hat er hier noch mehr Kometen oder so? Nein, hat er nicht. Wenn diese Armee über einen rüberkommt, dann ist es auch zu spät. Was wir uns hinterher auch noch anschauen werden, sind die Wurmlöcher. Man kann durch ein Wurmloch reißen.
Wow, das hat jetzt ja logisch geklungen. Ja. Also. Das sieht man mal, so macht man jemanden kaputt. Solange das mit uns nicht passiert, bin ich happy. Das kann mit uns ruhig passieren, wenn wir Flaggschiffe haben. Also diese ganz großen Teile hier. Dazu werden wir aber noch sehr viel Adenium gebrauchen. Du willst uns ja wohl verarschen. Entschuldigung für das Wort. Aber den machen wir schnell fertig. Ich meine, der ist ja ein Witz für uns. Noch. Also noch ist er ein Witz. Die haben denn hier auch alle eine Tarnverrichtung und ein Tarnfeld. Ist bestimmt lustig. Und dafür hat er 100 davon bezahlt. Also 100 Pferdium hat er dafür bezahlt. Das ist dann schon hart, wenn auf einmal so etwas über einen drüber fliegt oder drüber geht. Ist nicht mehr so gemütlich. Was auch so ist, jedes Mal, wenn ein neuer Spieler drauf joint hier, dann okay. Dann entstehen hier immer drei neue Kometen. Ja. Wir schauen uns doch mal den Charts an, ob wir gestiegen sind. Wahrscheinlich nicht, oder vielleicht doch. Ach, wir sind gestiegen. Ja. Wie viel haben wir denn noch? Okay. Also, wir werden uns erstmal an den Kometen hier ran machen. Den holen wir uns schnell, solange er frei ist. Und damit. Ja, er wird wahrscheinlich denken, dass wir hier gerade warten. So. Nein, das Reparieren bringt uns da jetzt wenig. Aufrüsten und Aufrüsten heißt's hier. Und reparieren, reparieren, nochmal reparieren, erneut reparieren, nochmal reparieren und nochmal. Und jetzt gehen wir auf den da zurück. Später werden wir dann hoffentlich auch mal so eine Flotte haben, was hoffentlich kein Problem wird für uns. Halt. Jetzt können wir uns noch den sechsten hier reinmachen. Dann fliegen wir mit dem auch schnell hierhin. Denn, ach genau, das wollten wir uns diese Folge noch anschauen. Unsere Leistung ist gerade etwas eingeschränkt, kein Wunder, wir lassen
sehr gerade auf Hochtouren laufen. Und mein PC ist in Richtung Leistung nicht gerade der beste. Unsere Leistung hier ist gerade leicht eingeschränkt. Das stört mich jetzt ein wenig. Ich habe eine kurze Pause gemacht, um zu schauen, ob es mit der Leistung funktioniert wieder. Und wir wollten uns die Leistung des Schiffes anschauen, das wir hier erbaut haben. Bevor der uns hier kaputt macht, haben wir uns hier lieber... Ja. Hier ist wahrscheinlich auch schon wieder ein neuer drauf gejoint. Also wir brauchen echt größere Flotten. Also ich glaube, der hat es irgendwie auf uns abgesehen. Will ich jetzt einmal nicht hoffen. Weil sonst haben wir es hinterher auf ihn abgesehen. Ach komm, den holen wir uns schnell. Aber halt mal. So, genau. Dann machen wir. Genau, so sieht das aus. So sieht's aus. So sieht's aus. Naja. So, hier auf Hilfe gehen. Schiffstypen und wir haben den schweren Bomber mit einer 1000-fachen Verbesserung. Achso. Mit einer 1000-fachen Verbesserung. Es hat hier 100 Waffenstärke, Schildstärke von 10.000. Das hier kostet das pro Sekunde. Und wir haben 5-fache Waffenstärke gegen Asteroiden. Also schießen wir mit 500 Waffenstärke gegen Asteroiden. Diese Zahl hört sich gut an. Wir bauen, was bauen wir? Erstmal so ein schickes Teil hier und reparieren uns 10. Wir wollen ja mit voller Kraft schießen. Und wir schießen dann nämlich hinterher. Wir schießen hinterher mit einer Waffenstärke von 3000 auf ihn. Solche Zahlen hört man immer wieder gern. Also ich mag Zahlen, die hoch sind.
Ach, den haben wir auch schon weit kaputt. Ach, genau. Wir können hier ja noch gar nicht solche Wurmlöcher benutzen, die sind ja geschlossen. Und mir fällt gerade auf, ich muss diese Aufnahme hier schon wieder beenden. Ich hoffe, das Let's Play hier gefällt euch. Wir sehen uns wieder, wenn ich den Kometen übernommen habe. Also dann. Wird das gleich sein oder vielleicht auch etwas später, das weiß ich nicht. Bis dann, ciao.